Appenzell-Innerrhoden. Früh schon mussten die Bewohner hier erkennen, dass allein die Weidewirtschaft für den Lebensunterhalt nicht ausreichen kann. Selbstbewusst haben die zähen Appenzeller ihre eigene Geschichte geschrieben. Appenzell um 1800. Schon zu dieser Zeit gilt die Appenzellerin als geschickte Heimarbeiterin. Die Handspinnerei als wichtiger Nebenerwerb im bäuerlichen Milieu wird nach und nach von der Handstickerei abgelöst. Eine Beschäftigung, die handwerkliches Geschick und Konzentration am Stickrahmen verlangt. Nach 1820 wird die Kett- und Grubstickerei durch die noch anspruchsvollere Feinstickerei verdrängt. Jetzt erst zeigen sich die besonderen Fähigkeiten der Appenzeller Frauen. Es entstehen Luxusprodukte, einzigartige Stickereien, die durch die St. Galler und Außerroder Kaufleute schon bis Amerika exportiert werden. Um 1850 kommt in der Ostschweiz die Maschinenstickerei auf. Sie trifft die feine Handstickerei wuchtig. Die schwere Handstickmaschine, die eiserne Arbeiterin, erledigt in einem Arbeitsgang das Werk von bis zu 40 Stickerinnen. So kann die weltweit steigende Nachfrage nach Stickereiprodukten durch diese neue Entwicklung befriedigt werden. Die Hand- und Schifflistickmaschinen werden ständig verbessert und die Stoffe verfeinert. Die Ostschweizer Stickereiindustrie, die St. Galler Spitzen, kommen zu Weltruhm. Um 1880 setzt sich die Industrialisierung in der Ostschweiz weiter fort. Stickereifabriken schießen wie Pilze aus dem Boden. Die feine Handstickerei zieht sich jetzt ganz auf das Gebiet von Appenzell-Innerrhoden zurück. Die Stickerinnen stellen sich mutig der starken Konkurrenz. Frau Marie Mansa lebt bei Appenzell. Sie kann sich heute noch gut an jene Zeit erinnern, als fast in jedem Haus gestickt wurde. Als fünfjähriges Kind hat sie bereits aktiv zum Familienunterhalt beigetragen. Wir waren in der Familie, zum 12. Der Vater und Mutter und 10 Gofen. 5 Buben und 5 Mädchen. Ich war die Älteste. Und auch die erste hat mir einmal helfen wechen. Die Mutter hat mich geleint. Sie konnte Lädchen-Tüchli machen. Bessie Josefe hat eine Fickerei gehabt. Dann hat sie mir Tüchli gegeben. Also wir konnten leinen wechen, leinen Lädchen und ausnähen. Meine Schwester, die hat mir leinen Blätter sofort, Rösli und Bläckli. Und die andere hat auch noch wieder eine andere Sorte müssen blätten. Wir sind zum Fieten auf dem Stubenbank gesessen. Um 1920 ist die Hälfte der weiblichen Bevölkerung von Appenzell-Innerrhoden mit Sticken beschäftigt. Fast in jedem Haus arbeiten Jung und Alt an reicher Wäsche, zart bestickter Blusen oder kunstvollen Taschentüchern. Die Beschäftigungslage ist günstig. Die Löhne haben sich nach dem Ersten Weltkrieg erholt. Die Zahl der Stickerinnen dagegen ist in den Kriegsjahren von 3.500 auf 2.000 zurückgegangen. Gestickt wird meist im Nebenerwerb.
Ein Nebenerwerb, der für viele Bauernfamilien dringend nötig ist. Die Stube dient gleichzeitig als Wohn- und Arbeitsort. Schon kleine Kinder werden ganz selbstverständlich von der Mutter ins Stickerhandwerk eingeführt. Nach dem Willen der Eltern sollen sie früh lernen, wie hart Geld verdient werden muss. Gleich nach der Schule erledigen die Mädchen ihr Arbeitspensum am Stickrahmen. Eine Arbeit, die von den Kindern Konzentration, Ausdauer und Geschick erfordert. Gestickt wird fast ohne Unterbrechung. Die Arbeit in Haushalt und Küche wird dadurch oft vernachlässigt. Die Ernährung ist in vielen Familien mangelhaft und einseitig. Denn Stickerinnenhände benötigen äußerste Schonung. Kochen, Waschen und Gartenarbeit machen die Hände rau und für die feine Arbeit mit Nadel und Faden unbrauchbar. In manchen Heimarbeiterfamilien sind es daher die für die feine Stickarbeit weniger begabten Töchter, die die nötige Arbeit im Haushalt verrichten. Arbeit im eigenen Hause ermöglicht den Familien ein Leben in gewisser Unabhängigkeit. Die Stickerin ist stolz auf ihre selbstständige Arbeit. Ihr Pensum kann sie sich selber einteilen. In den einfachen Innerroder Stuben entstehen Luxusprodukte, feinste Kunstwerke, gestickt mit großem Können und tiefer Hingabe. Der Handstickerei-Entwerfer war ein wichtiger Partner des Fabrikanten. In enger Zusammenarbeit versuchen die beiden, auf die feinen Strömungen im Modemarkt zu reagieren. Gespür für Neues und künstlerisches Geschick sind entscheidend für den guten Absatz der fertigen Stickereien. Die ausgearbeitete Zeichnung wird mit dem Stüpfelapparat im Abstand von kaum einem Millimeter gelocht und wird so zur Schablone. Auch in den Entwürfen zeigt sich die Traditionsverbundenheit der Appenzeller. Die Motive sind in ihrer künstlerischen Freiheit begrenzt. Erst nach Anregungen des Kunstmalers Hans-Kaspar Ulrich wurde es ab 1914 auch üblich, Figuren ausdruckskräftig im Profil abzubilden. Auf das Stüpfel wird Graphitstaub aufgetragen, der sich durch die Perforierung auf dem Stoff abzeichnet. Dann wird fixiert und der feine Stoff kann durch die Stickerin bearbeitet werden. Stickrahmen oder auch Maschinenstock genannt, Nadel, Schere und Garn sind die wenigen Utensilien für dieses Handwerk. Umso zahlreicher sind dagegen die verschiedenen Sticharten mit den lautmalerischen Namen, die im Appenzeller Volksmund fest verankert sind. Der Plattstich, Platte, ist die am häufigsten angewendete Stichart und wird vor allem bei Blumen, Blättern und Blüten angewendet. Besonders schön zeigt sich hier,
welche plastische Wirkung auch hauchdünnes Garn erzielen kann. Bei Durchbruchstickereien werden einzelne Fäden, hier jeder dritte, in Kett- und Schussrichtung, aus dem Grundgewebe gezogen. Mit dem Höhlstich, Höhle, werden die Fäden zusammengefasst. In die entstehenden Gitter kann die Stickerin neue Motive einarbeiten. Beim Spätzle werden ganze Stoffstücke aus dem Gewebe geschnitten und nachher wieder mit feinem Garn über Spannstiche ausgefüllt. Es entstehen Spätzmöckli in den verschiedensten Varianten. Pelzen ist ein Figurenstich, mit dem die Stickerin Figuren oder ganze Bilder darstellen kann. »1850 kannte man zwischen 70 und 90 verschiedene Stiche, welche mit unglaublicher Sorgfalt variiert und kombiniert wurden. Viele dieser Stiche werden heute von keiner Stickerin mehr beherrscht. Zudem wird es immer schwieriger, geeignetes Garn und Nadeln in der nötigen Feinheit zu erhalten.« Die Spezialisierung der Stickerinnen auf einzelne Sticharten stand im Interesse des Unternehmers. Die Stoffe gingen so bis zu ihrer Fertigstellung durch viele Hände. Jede Stickerin war eine Spezialistin, die nach Schwierigkeitsgrad ihrer Tätigkeit entlöhnt wurde. So kamen 1920 die Stickerinnen auf einen Stundenlohn von 30 Rappen für einfaches Leiterlern bis zu einem Franken 50 für komplizierte Figuren. Meine Mutter hat Tag und Nacht gewächert, fast noch bei Lichtlein, manchmal bis um 10, 11, weil man es eben gebraucht hat. Und wir auch, wir haben auch, manchmal auch bei Lichtlein. Und die Kleinen, die Therese und Josie, die eben haben vielleicht zu den kleineren Buben müssen schauen, zu den eben, wie man nimmt, müssen sie shoppen gehen oder Bröckli, Milch und Bröckli gehen. Dann hat sie eben auch sonst nicht, die Mutter konnte merken, die Mutter hatte fast nichts der Will, sonst nichts zu tun. Sie hat einfach gewächert sein. Für ledige und verwitwete Frauen ist Sticken der Haupterwerb. Für Bauernfamilien eine wichtige und nötige zusätzliche Einnahmequelle. Mit 2 bis 3 Hektar Land sind viele Betriebe zu klein, um eine Familie zu ernähren. Die voralpine Lage mit oft rauer Witterung ermöglicht hier nur Grasbau und Viehzucht. Die Arbeit im Feld und Stall ist reine Männersache. Höchstens während der Heuernte müssen die Frauen mithelfen. Doch Heugabel und feine Sticknadel passen schlecht zusammen. Die Hände der Stickerinnen müssen für ihre feine Arbeit sauber und geschmeidig bleiben. Nicht nur die Mädchen am Stickrahmen, sondern auch die Buben müssen früh schon ihr Arbeitspensum auf dem Hof erfüllen. Gestickt wird oft bis spät in die Nacht hinein. Der Beilichtstock wirft durch wassergefüllte Glaskugeln einen schmalen Lichtstrahl auf die Stickerei. Die Augen der Stickerin sind von der langen Tagesarbeit schon gereizt. Aber das Pensum ist noch nicht erfüllt, der Verdienst noch zu gering. Musik.
Kinderarbeit ist in den 20er Jahren in Innerrhoden üblich. Bleichsucht, Lungenkrankheiten und Wachstumsstörungen durch Bewegungs- und Ernährungsmangel sind weit verbreitet. Neben der allgemeinen Schulpflicht sitzen 86% aller Mädchen 3 bis 7 Stunden täglich vor ihrer Stickarbeit. In den Ferien sind es bis zu 12 Stunden anstrengende Arbeit in schlechter Haltung. Kaffee soll aufputschen, soll die Müdigkeit besiegen und die nötige Konzentration wieder zurückbringen. Die Angst vor schlechten Zeiten mit wenig Arbeit sitzt manch einer Stickerfamilie tief im Nacken. Solange Ware da ist, wird gestickt. Die Heimarbeiterinnen sind vom Ferker abhängig. Er beliefert sie mit den Rohstoffen und bezahlt die gelieferte Ware in bar. Schon bei kleinen Fehlern werden Lohnabzüge vorgenommen. Den Stickerinnen ist es nie gelungen, sich zu organisieren und Lohnforderungen gemeinsam durchzusetzen. Ganz im Gegenteil. Die Konkurrenz in den eigenen Reihen und die schlecht bezahlte Kinderarbeit hielt den Verdienst für diese anspruchsvolle Arbeit stets relativ tief. Wir haben zum Beispiel gar nie gewusst, woher das kommt. Das hat man nicht gewusst. Das hat vielleicht der Fabrikant gewusst. Der hat Beziehungen kam im Ausland, weiß ich, bis woher, bis aus Amerika oder noch weiter. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht gewusst. Aber man hat gleich Freude gehabt, wenn man Leben gehabt hat. Wenn man auch nicht viel verdient hat. Nichts ist nicht viel gesehen. Hier auch. Botengang mit der fertigen Ware zum Ferker. Für die Stickerin vom weit abgelegenen Hof Gelegenheit für Bewegung, frische Luft und eine willkommene Abwechslung. Die tiefe Religiosität und die enge Verbundenheit mit der katholischen Kirche hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit der fleißigen Heimarbeiterinnen. Die arbeitsfreien Sonntage und die zahlreichen Feiertage zwingen die Stickerinnen zur Ruhe und Besinnung. New York, Wien, London, Berlin, Paris. Die edlen Appenzeller Handstickereien werden weltweit exportiert. Nur gerade ein Viertel dieser Luxusprodukte bleibt in der Schweiz. Edelste Taschentücher mit Preisen zwischen 50 und 500 Franken werden in Briefumschlägen verschickt, um die hohen Einfuhrzölle zu umgehen. Freude am Schönen, Eitelkeit oder Prunksucht der noblen Klasse? Auf jeden Fall ein Segen für die Appenzeller Handstickereiindustrie. Die kunstvollen Stickereien aus den einfachen Appenzeller Bauernstuben zieren jetzt die bessere Gesellschaft oder die Tische gekrönter Häupter. Luzern, Interlaken oder St. Moritz. Kurorte mit klingenden Namen und prachtvollen Hotels der Luxusklasse. Hier direkt vor den Augen der Gutbetuchten haben die Appenzellerinnen ihr großes Können demonstriert. In Innerrhoder Tracht sitzen sie in den teuersten Geschäften von Zürich, Berlin oder Amsterdam und zeigen am Stickrahmen ihre hohe Nadelkunst. Thank you.
Seit 1889 werden in Appenzell vom Bund subventionierte Fachkurse für Handstickerei angeboten, mit dem Ziel, den Nachwuchs zu fördern. Nur durch höchste Qualität kann die Appenzeller Handstickerei sich gegen billigere, aber minderwertige Produkte aus dem benachbarten Ausland oder aus China behaupten. In den 30er Jahren hat es ja dann geheißen, Frauen und Zauberhaut ins Land. Da sind eben die Zauber, wenn man schwenken beim Züchten, hat es Geld gegeben, ist es gut gegangen. Und die Frauen, die wacker gewächert haben, hat es auch Geld gegeben. Darum hat es geheißen, Frauen und Zauberhaut ins Land. Wienerode. Das war ja auch wahr. Man hatte ja sonst nichts gehabt. Man hatte keine anderen Möglichkeiten gehabt. Hat niemand etwas anderes gewusst. Wirklich nicht. Modische Luxusprodukte sind krisenanfällig. Überbeschäftigung wechselt mit Arbeitsmangel durch Absatzprobleme der Verleger. Betroffen sind auch hier die Stickerinnen. Sinkende Preise bringen manch eine Bauern- und Stickerfamilie in Nöte. Nur Bessergestellte können den Arbeitsmangel für eigene Arbeiten nutzen. Nachher hat man noch für die Trachten angefangen, als man die Trachtenkräge gemacht hat. Aber das war ein Luxus, wenn man es für sich selbst gemacht hat. Dann hat man so ein Vermögen, wie man einen Kräge machen konnte, für ihn. Dann war man besser gestellt für ihn. Szene aus einem Heimatfilm, gedreht in den 40er Jahren. Die fröhlichen Stickerinnen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die feine Appenzeller Handstickerei ihre glanzvolle Zeit schon längst überschritten hat. Stickereien kommen aus der Mode und die Exportzahlen sinken von Jahr zu Jahr. Nur noch wenige Stickerinnen halten dem Handwerk die Treue. Frau Manser gehört zu ihnen. Mit über 80 Jahren stickt sie täglich noch bis zu 3 Stunden. Die Gründe für den traurigen Niedergang der edlen Kunst sind für sie allerdings schwer zu fassen. Ja, einfach, ich nehme an, wegen dem Krieg und wegen dem Ausland oder Konkurrenz aus dem Ausland und die Maschinenstickerei. Sie bist halt auch nicht, sie bist halt auch eine Konkurrenz, auch heute noch. Und sie geht halt geringer und sie bist halt alles billiger. Die müssen nicht so viel stehen, wenn man so am Zeug wächen. Ich habe den Hebel runter und dann sind geht eben ringer, wenn er so Tag und Nacht die Augen raus schauen, wie man dem früher gesagt hat. Sticken ist heute nur noch Freizeitbeschäftigung für einige engagierte, auch jüngere Frauen. Ihnen ist es aber zu verdanken, dass wenigstens ein Teil der hohen Nadelkunst erhalten geblieben ist. Sie halten mit ihrem Können die Erinnerung wach an eine Zeit, in der mehr als die Hälfte aller Frauen und Mädchen in Innerrhoden am Stickrahmen saßen. Eine Zeit, in der der Name Appenzell auf der ganzen Welt für feinste Handstickerei in einzigartiger Qualität bürgen konnte. Thank you.
Appenzell-Innerrhoden. Früh schon mussten die Bewohner hier erkennen, dass allein die Weidewirtschaft für den Lebensunterhalt nicht ausreichen kann. Selbstbewusst haben die zähen Appenzeller ihre eigene Geschichte geschrieben. Appenzell um 1800. Schon zu dieser Zeit gilt die Appenzellerin als geschickte Heimarbeiterin. Die Handspinnerei als wichtiger Nebenerwerb im bäuerlichen Milieu wird nach und nach von der Handstickerei abgelöst. Eine Beschäftigung, die handwerkliches Geschick und Konzentration am Stickrahmen verlangt. Nach 1820 wird die Kett- und Grubstickerei durch die noch anspruchsvollere Feinstickerei verdrängt. Jetzt erst zeigen sich die besonderen Fähigkeiten der Appenzeller Frauen. Es entstehen Luxusprodukte, einzigartige Stickereien, die durch die St. Galler und Ausserrhoder Kaufleute schon bis Amerika exportiert werden. Um 1850 kommt in der Ostschweiz die Maschinenstickerei auf. Sie trifft die feine Handstickerei wuchtig. Die schwere Handstickmaschine, die eiserne Arbeiterin, erledigt in einem Arbeitsgang das Werk von bis zu 40 Stickerinnen. So kann die weltweit steigende Nachfrage nach Stickereiprodukten durch diese neue Entwicklung befriedigt werden. Die Hand- und Schifflistickmaschinen werden ständig verbessert und die Stoffe verfeinert. Die Ostschweizer Stickereiindustrie, die St. Galler Spitzen, kommen zu Weltruhm. Um 1880 setzt sich die Industrialisierung in der Ostschweiz weiter fort. Stickereifabriken schießen wie Pilze aus dem Boden. Die feine Handstickerei zieht sich jetzt ganz auf das Gebiet von Appenzell-Innerrhoden zurück. Die Stickerinnen stellen sich mutig der starken Konkurrenz. Frau Marie Mansa lebt bei Appenzell. Sie kann sich heute noch gut an jene Zeit erinnern, als fast in jedem Haus gestickt wurde. Als fünfjähriges Kind hat sie bereits aktiv zum Familienunterhalt beigetragen. Wir sind eine Familie gesehen, zum 12. Der Vater und Mutter und 10 Gofen, 5 Buben und 5 Mädchen. Ich bin die Älteste gesehen. Und auch die erste hat mir sie mal helfen wechen. Die Mutter hat mich gelehnt. Sie konnte Lädchen-Tüchli machen. Bessi Josefe hat eine Fickerei gehabt. Dann hat sie mir Tüchli gegeben. Also wir konnten lehnen wechen, lehnen Lädchen und ausnähen. Meine Schwester, die hat mir sie lehnen Blätter sofort, Rösli und Bläckli. Und die andere hat auch noch wieder eine andere Sorte müssen Blätter. Wir sind zum Fieten auf dem Stubenbank gesessen. Um 1920 ist die Hälfte der weiblichen Bevölkerung von Appenzell-Innerrhoden mit Sticken beschäftigt. Fast in jedem Haus arbeiten Jung und Alt an reicher Wäsche, zart bestickter Blusen oder kunstvollen Taschentüchern. Die Beschäftigungslage ist günstig. Die Löhne haben sich nach dem Ersten Weltkrieg erholt. Die Zahl der Stickerinnen dagegen ist in den Kriegsjahren von 3.500 auf 2.000 zurückgegangen. Gestickt wird meist im Nebenerwerb.
Ein Nebenerwerb, der für viele Bauernfamilien dringend nötig ist. Die Stube dient gleichzeitig als Wohn- und Arbeitsort. Schon kleine Kinder werden ganz selbstverständlich von der Mutter ins Stickerhandwerk eingeführt. Nach dem Willen der Eltern sollen sie früh lernen, wie hart Geld verdient werden muss. Gleich nach der Schule erledigen die Mädchen ihr Arbeitspensum am Stickrahmen. Eine Arbeit, die von den Kindern Konzentration, Ausdauer und Geschick erfordert. Gestickt wird fast ohne Unterbrechung. Die Arbeit in Haushalt und Küche wird dadurch oft vernachlässigt. Die Ernährung ist in vielen Familien mangelhaft und einseitig. Denn Stickerinnenhände benötigen äußerste Schonung. Kochen, Waschen und Gartenarbeit machen die Hände rau und für die feine Arbeit mit Nadel und Faden unbrauchbar. In manchen Heimarbeiterfamilien sind es daher die für die feine Stickarbeit weniger begabten Töchter, die die nötige Arbeit im Haushalt verrichten. Arbeit im eigenen Hause ermöglicht den Familien ein Leben in gewisser Unabhängigkeit. Die Stickerin ist stolz auf ihre selbstständige Arbeit. Ihr Pensum kann sie sich selber einteilen. In den einfachen Innerroder Stuben entstehen Luxusprodukte, feinste Kunstwerke, gestickt mit großem Können und tiefer Hingabe. Der Handstickerei-Entwerfer war ein wichtiger Partner des Fabrikanten. In enger Zusammenarbeit versuchen die beiden, auf die feinen Strömungen im Modemarkt zu reagieren. Gespür für Neues und künstlerisches Geschick sind entscheidend für den guten Absatz der fertigen Stickereien. Die ausgearbeitete Zeichnung wird mit dem Stüpfelapparat im Abstand von kaum einem Millimeter gelocht und wird so zur Schablone. Auch in den Entwürfen zeigt sich die Traditionsverbundenheit der Appenzeller. Die Motive sind in ihrer künstlerischen Freiheit begrenzt. Erst nach Anregungen des Kunstmalers Hans-Kaspar Ulrich wurde es ab 1914 auch üblich, Figuren ausdruckskräftig im Profil abzubilden. Auf das Stüpfel wird Graphitstaub aufgetragen, der sich durch die Perforierung auf dem Stoff abzeichnet. Dann wird fixiert und der feine Stoff kann durch die Stickerin bearbeitet werden. Stickrahmen oder auch Maschinenstock genannt, Nadel, Schere und Garn sind die wenigen Utensilien für dieses Handwerk. Umso zahlreicher sind dagegen die verschiedenen Sticharten mit den lautmalerischen Namen, die im Appenzeller Volksmund fest verankert sind. Der Plattstich, Platte, ist die am häufigsten angewendete Stichart und wird vor allem bei Blumen, Blättern und Blüten angewendet. Besonders schön zeigt sich hier,
welche plastische Wirkung auch hauchdünnes Garn erzielen kann. Bei Durchbruchstickereien werden einzelne Fäden, hier jeder dritte, in Kett- und Schussrichtung, aus dem Grundgewebe gezogen. Mit dem Hüllstich, Höhle, werden die Fäden zusammengefasst. In die entstehenden Gitter kann die Stickerin neue Motive einarbeiten. Beim Spätzle werden ganze Stoffstücke aus dem Gewebe geschnitten und nachher wieder mit feinem Garn über Spannstiche ausgefüllt. Es entstehen Spätzmöckli in den verschiedensten Varianten. Pelzen ist ein Figurenstich, mit dem die Stickerin Figuren oder ganze Bilder darstellen kann. »1850 kannte man zwischen 70 und 90 verschiedene Stiche, welche mit unglaublicher Sorgfalt variiert und kombiniert wurden. Viele dieser Stiche werden heute von keiner Stickerin mehr beherrscht. Zudem wird es immer schwieriger, geeignetes Garn und Nadeln in der nötigen Feinheit zu erhalten.« Die Spezialisierung der Stickerinnen auf einzelne Sticharten stand im Interesse des Unternehmers. Die Stoffe gingen so bis zu ihrer Fertigstellung durch viele Hände. Jede Stickerin war eine Spezialistin, die nach Schwierigkeitsgrad ihrer Tätigkeit entlöhnt wurde. So kamen 1920 die Stickerinnen auf einen Stundenlohn von 30 Rappen für einfaches Leiterlern bis zu einem Franken 50 für komplizierte Figuren. Meine Mutter hat Tag und Nacht gewächert, fast noch belichtet, manchmal bis um 10, 11, weil man es eben gebraucht hat. Und wir haben manchmal auch belichtet. Und die Kleinen haben, die Therese und Josie, die sie eben haben, vielleicht zu den kleineren Buben müssen schauen. So die sie eben, wie man nimmt, müssen sie shoppen gehen oder Milch und Bröckli gehen. Dann hat sie auch sonst nicht, dass die Mutter können merken, die Mutter hat fast nicht den Willen gehabt, sonst nichts zu tun. Sie hat einfach gewächert sein. Für ledige und verwitwete Frauen ist Sticken der Haupterwerb. Für Bauernfamilien eine wichtige und nötige zusätzliche Einnahmequelle. Mit 2 bis 3 Hektar Land sind viele Betriebe zu klein, um eine Familie zu ernähren. Die voralpine Lage mit oft rauer Witterung ermöglicht hier nur Grasbau und Viehzucht. Die Arbeit im Feld und Stall ist reine Männersache. Höchstens während der Heuernte müssen die Frauen mithelfen. Doch Heugabel und feine Sticknadel passen schlecht zusammen. Die Hände der Stickerinnen müssen für ihre feine Arbeit sauber und geschmeidig bleiben. Nicht nur die Mädchen am Stickrahmen, sondern auch die Buben müssen früh schon ihr Arbeitspensum auf dem Hof erfüllen. Gestickt wird oft bis spät in die Nacht hinein. Der Beilichtstock wirft durch wassergefüllte Glaskugeln einen schmalen Lichtstrahl auf die Stickerei. Die Augen der Stickerin sind von der langen Tagesarbeit schon gereizt. Aber das Pensum ist noch nicht erfüllt, der Verdienst noch zu gering.
Kinderarbeit ist in den 20er Jahren in Innerrhoden üblich. Bleisucht, Lungenkrankheiten und Wachstumsstörungen durch Bewegungs- und Ernährungsmangel sind weit verbreitet. Neben der allgemeinen Schulpflicht sitzen 86% aller Mädchen 3 bis 7 Stunden täglich vor ihrer Stickarbeit. In den Ferien sind es bis zu 12 Stunden anstrengende Arbeit in schlechter Haltung. Kaffee soll aufputschen, soll die Müdigkeit besiegen und die nötige Konzentration wieder zurückbringen. Die Angst vor schlechten Zeiten mit wenig Arbeit sitzt manch einer Stickerfamilie tief im Nacken. Solange Ware da ist, wird gestickt. Die Heimarbeiterinnen sind vom Ferker abhängig. Er beliefert sie mit den Rohstoffen und bezahlt die gelieferte Ware in bar. Schon bei kleinen Fehlern werden Lohnabzüge vorgenommen. Den Stickerinnen ist es nie gelungen, sich zu organisieren und Lohnforderungen gemeinsam durchzusetzen. Ganz im Gegenteil. Die Konkurrenz in den eigenen Reihen und die schlecht bezahlte Kinderarbeit hielt den Verdienst für diese anspruchsvolle Arbeit stets relativ tief. Wir haben zum Beispiel gar nie gewusst, woher das kommt. Das hat man nicht gewusst. Das hat vielleicht der Fabrikant gewusst. Der hat Beziehungen kam im Ausland, weiß ich, bis woher, bis aus Amerika oder noch weiter. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht gewusst. Aber man hat gleich Freude, wenn man Leben hat. Wenn man auch nicht viel verdient hat. Nichts ist nicht viel gesehen. Hier auch. Botengang mit der fertigen Ware zum Ferker. Für die Stickerin vom weit abgelegenen Hof Gelegenheit für Bewegung, frische Luft und eine willkommene Abwechslung. Die tiefe Religiosität und die enge Verbundenheit mit der katholischen Kirche hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit der fleißigen Heimarbeiterinnen. Die arbeitsfreien Sonntage und die zahlreichen Feiertage zwingen die Stickerinnen zur Ruhe und Besinnung. New York, Wien, London, Berlin, Paris. Die edlen Appenzeller Handstickereien werden weltweit exportiert. Nur gerade ein Viertel dieser Luxusprodukte bleibt in der Schweiz. Edelste Taschentücher mit Preisen zwischen 50 und 500 Franken werden in Briefumschlägen verschickt, um die hohen Einfuhrzölle zu umgehen. Freude am Schönen, Eitelkeit oder Prunksucht der noblen Klasse? Auf jeden Fall ein Segen für die Appenzeller Handstickereiindustrie. Die kunstvollen Stickereien aus den einfachen Appenzeller Bauernstuben zieren jetzt die bessere Gesellschaft oder die Tische gekrönter Häupter. Luzern, Interlaken oder St. Moritz. Kurorte mit klingenden Namen und prachtvollen Hotels der Luxusklasse. Hier direkt vor den Augen der Gutbetuchten haben die Appenzellerinnen ihr großes Können demonstriert. In Innerrhoder Tracht sitzen sie in den teuersten Geschäften von Zürich, Berlin oder Amsterdam und zeigen am Stickrahmen ihre hohe Nadelkunst. Thank you.
Seit 1889 werden in Appenzell vom Bund subventionierte Fachkurse für Handstickerei angeboten, mit dem Ziel, den Nachwuchs zu fördern. Nur durch höchste Qualität kann die Appenzeller Handstickerei sich gegen billigere, aber minderwertige Produkte aus dem benachbarten Ausland oder aus China behaupten. In den 30er Jahren hat es ja dann geheißen, Frauen und Zauberhaut ins Land. Da sind aber Zauber, wenn wir schwenken beim Züchten, hat es Geld gegeben, ist es gut gegangen. Und die Frauen, die wacker gewächert haben, hat es auch Geld gegeben. Darum hat es geheißen, Frauen und Zauberhaut ins Land. Wienerode. Das war ja auch wahr. Man hatte ja sonst nichts gehabt. Man hatte keine anderen Möglichkeiten gehabt. Hat niemand etwas anderes gewusst. Wirklich nicht. Modische Luxusprodukte sind krisenanfällig. Überbeschäftigung wechselt mit Arbeitsmangel durch Absatzprobleme der Verleger. Betroffen sind auch hier die Stickerinnen. Sinkende Preise bringen manch eine Bauern- und Stickerfamilie in Nöte. Nur Bessergestellte können den Arbeitsmangel für eigene Arbeiten nutzen. Nachher hat man noch für die Trachten auch angefangen, als man die Trachtenkräge gemacht hat. Aber das war ein Luxus, wenn man es für sich selbst gemacht hat. Dann hat man so eine Art Vermögen, wie man einen Kragen machen selber für ihn. Dann war man besser gestellt für ihn. Szene aus einem Heimatfilm, gedreht in den 40er Jahren. Die fröhlichen Stickerinnen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die feine Appenzeller Handstickerei ihre glanzvolle Zeit schon längst überschritten hat. Stickereien kommen aus der Mode und die Exportzahlen sinken von Jahr zu Jahr. Nur noch wenige Stickerinnen halten dem Handwerk die Treue. Frau Manser gehört zu ihnen. Mit über 80 Jahren stickt sie täglich noch bis zu 3 Stunden. Die Gründe für den traurigen Niedergang der edlen Kunst sind für sie allerdings schwer zu fassen. Ja, einfach, ich nehme an, wegen dem Krieg und wegen dem Ausland oder Konkurrenz aus dem Ausland und Maschinenstickerei. Sie bist halt auch nicht, sie bist halt auch eine Konkurrenz, auch heute noch. Und sie geht halt geringer und sie bist halt alles billiger. Die müssen nicht so viel Stand haben, so an einem Zeug weichen. Ich habe den Hebel runter und dann sind es geht eben ringer, wieder so Tag und Nacht. Die Augen raus schauen, wie man den Freund gesagt hat. Sticken ist heute nur noch Freizeitbeschäftigung für einige engagierte, auch jüngere Frauen. Ihnen ist es aber zu verdanken, dass wenigstens ein Teil der hohen Nadelkunst erhalten geblieben ist. Sie halten mit ihrem Können die Erinnerung wach an eine Zeit, in der mehr als die Hälfte aller Frauen und Mädchen in Innerrhoden am Stickrahmen saßen. Eine Zeit, in der der Name Appenzell auf der ganzen Welt für feinste Handstickerei in einzigartiger Qualität bürgen konnte. Thank you.
Appenzell Innerrhoden in northeastern Switzerland. Long ago, the people here recognized that they could not live from grazing cows alone. So this tough and self-reliant folk set about determining their own future. Appenzell around the year 1800. Appenzell women were already considered to be skillful home workers. Hand spinning, an important source of extra income in a rural environment, was gradually being replaced by embroidery, an occupation that required both needlework skills and concentration at the tambour, or embroidery frame. After 1820, coarse embroidery was superseded by fine embroidery, which was altogether more demanding. For the first time, the special skills of the women of Appenzell could be employed to full effect. They created products of extremely high quality, unique examples of the art of embroidery, which were exported by the merchants of St. Gallen and Appenzell Ausserrhoden to places as far away as America. Around 1850, machine embroidery came to eastern Switzerland. It hit hand embroidery hard. The heavy manual embroidery machine, the iron worker, did the work of up to 40 embroiderers in a single operation. This new development made it possible to satisfy the growing worldwide demand for embroidery products. Manual and shuttle embroidery machines were constantly improved, and the materials became finer. The products of eastern Switzerland's embroidery industry, known as St. Gallen lace, became world famous. By about 1880, industrialization in eastern Switzerland was making further advances. Embroidery factories were shooting up like mushrooms. Fine hand embroidery went into retreat, becoming exclusively confined to the area of Appenzell Innerrhoden. The embroiderers bravely faced up to the tough competition. Frau Marie Manser lives near the town of Appenzell. She can still remember the time when embroidery was practiced in almost every home. As a five-year-old child, she was already active, contributing to the family income. Wir sind eine Familie gesehen, zum 12. Der Vater und Mutter und 10 Gaufen, 5 Buben und 5 Mädchen. Ich bin die Älteste gesehen. Und auch die erste hat mir so mal helfen wechen. Die Mutter hat mich gelehnt. Sie konnte Lädchen machen. Bessie Josefe hat eine Fickerei gehabt. Dann hat sie mir Tüchel gegeben. Also wir konnten lehnen wechen, lehnen Lädchen und ausnähen. Meine Schwester, die hat mir so lehnen Blätter sofort, Rösli und Bläckchen. Und die andere hat auch noch wieder auch eine andere Sorte müssen Blätter. Wir sind zum Fieten auf dem Stubenbank gesessen. By 1920, half the female population of Appenzell Innerrhoden was working at embroidery. In almost every home, young and old were producing lavishly worked underwear, delicately embroidered blouses, and artistic handkerchiefs. The level of employment was high. After the First World War, wages had recovered. But during the war years, the number of embroiderers had dropped from 3,500 to 2,000. Embroidery was practiced mostly as a sideline, a part-time job that was urgently needed by many farming families.
The parlor served as both living area and place of work. It was quite normal for even small children to be introduced to the art of embroidery by their mother. Their parents wanted them to learn at an early age how hard it was to earn a living. Straight after school, girls were required to carry out their allotted tasks at the embroidery frame. This work required concentration, perseverance, and skill. The children were required to continue embroidering almost without a break, which meant that household and kitchen chores were often neglected. The diet in many families was deficient and one-sided. The main reason for this was that an embroiderer's hands needed to be looked after extremely well. Cooking, washing, and garden work made the hands rough and therefore unsuitable for the delicate work with needle and thread. So in many families, it was the less gifted daughters who performed the necessary work around the house. Doing commercial work at home enabled families to enjoy a certain independence. An embroiderer was proud of the unconstrained nature of her occupation. She was able to organize her work as it suited her best. In simple front rooms throughout Appenzell Innerrhoden, delicate works of art of extremely high quality were created, embroidered with great skill and extraordinary dedication. The embroidery designer was an important partner of the manufacturer. Working closely together, the two of them attempted to respond to the subtle trends of the fashion market. A flair for the new, as well as artistic sensitivity, were crucial in maximizing sales of the finished embroidery. A stüpfel, or pricking device, was used to punch holes in the finished drawing, thus creating a template. The distance between adjacent holes was less than 1 millimeter. The designs confirmed the Appenzellers' fondness for tradition, the motifs being rather limited in their artistic freedom. Only after being prompted by the painter Hans Kaspar Ulrich did it become common, after 1914, to depict people in profile and therefore more expressively. Graphite dust was applied to the stüpfel. The dust passed through the perforations, thereby transferring the design to the fabric. The design was then fixed, allowing the delicate fabric to be handled by the embroiderer. Embroidery frame, needles, scissors, and thread were the only utensils required for this handicraft. All the more numerous were the various stitch types. These bore onomatopoeic names that were firmly anchored in the Appenzell vernacular. The flat stitch, platte, was the stitch type most commonly used. It was employed mainly to depict flowers, leaves, and blossom. The three-dimensional effect that could be achieved using only very thin thread shows up especially well here.
In drawn thread work, the design was produced by drawing individual threads, in this example every third thread in the warp and weft directions, out of the body of the backing fabric. In the case of the hollow stitch Hülle, the threads were bunched together. The resulting grid enabled the embroiderer to work in new motifs. In cut work, known as Spätzle, whole pieces were cut out of the fabric. The spaces thus created were adorned with fine thread using filling stitches. A wide variety of so-called Spätzmöckli were created in this way. The embroiderer used Pelzen to depict figures or entire pictures. In 1850, between 70 and 90 different stitches were in use. They were varied and combined with unbelievable accuracy. Many of these stitches are not mastered by any of today's embroiderers. In addition, it's becoming increasingly difficult to obtain thread and needles of the required fineness. The specialization of the embroiderers in individual stitches was in the interests of the employer. The fabrics thus passed through many hands before they were completed. Each embroiderer was a specialist who was paid according to the level of difficulty of her specialty. For example, embroiderers in 1920 were paid an hourly wage of 30 centimes for simple Leiterlin, whereas complicated figurine designs commanded up to 1 franc 50 centimes. Meine Mutter hat Tag und Nacht gewächert, fast noch belichtet, manchmal bis um 10, 11, weil man es eben gebraucht hat. Und wir auch, wir haben auch, manchmal auch belichtet. Und die Kleinen haben, die Therese und Josie, die sie eben haben, vielleicht zu den kleineren Buben müssen schauen. Zu die sie eben, wenn man nimmt, musste man shoppen gehen oder Milch und Bröckli gehen. Dann hat sie eben auch sonst nicht, die Mutter hat können merken, die Mutter hat fast nichts der Wille gehabt, sonst nichts zu tun. Sie hat einfach müssen gewächert sein. In the case of single women and widows, embroidery was the main way of earning a living. For farming families, it was an important and very necessary additional source of income. Many farms had only 2 to 3 hectares of land and were simply too small to feed a family. The often harsh weather of the pre-Alpine region only permitted grass farming and animal breeding. Working in the fields, cowsheds, and pigsties was man's work. Women were only required to lend a hand during the hay harvest. But hay fork and fine embroidery needle do not go well together. An embroiderer's hands must stay clean and supple for her delicate work. Like the girls at their embroidery frames, the boys too had work to do. From an early age, they were allotted tasks around the farm. Embroiderers often worked long into the night. A narrow beam of light could be focused onto the embroidery by positioning the lamp behind a glass bowl filled with water. The eyes of the embroiderer were already tired and irritated from a long day's work, but her stint was not yet done, her earnings not yet sufficient. In the 1920s, child labor was customary in Appenzell Innerrhoden. Anemia, lung diseases, and growth disorders were widespread due to lack of exercise and nutritional deficiencies.
In addition to obligatory school attendance, 86% of all girls sat at their embroidery work for between 3 and 7 hours every day. During school holidays, they spent up to 12 hours in a poor posture, carrying out their tiring work. Coffee was drunk as a stimulant to overcome tiredness and to restore the required concentration. Many a family was terrified that bad times with little work were just around the corner. So as long as work was available, the embroiderers kept up their daunting work schedule. The women working from their homes were dependent upon the Färker, who took the work round from embroiderer to embroiderer. He supplied them with raw materials and paid cash for the finished work. The smallest mistake would result in a deduction. The embroiderers never managed to organize themselves or to bargain collectively for better wages. Quite the opposite. The competition among the embroiderers themselves and poorly paid child labor always kept earnings for this demanding work at a relatively low level. Wir haben zum Beispiel gar nie gewusst, woher das kommt. Da hat man nicht gewusst. Da hat vielleicht der Fabrikant gewusst. Der hat Beziehungen kam im Ausland, weiß ich, bis woher, bis aus Amerika oder noch weiter. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht gewusst. Aber man hat gleich Freude, wenn man Leben hat. Wenn man auch nicht viel verdient hat. Nichts ist nicht viel gesehen. Da auch. Sometimes it was necessary to take the finished work to the Färker. For an embroiderer working from a remote farmstead, this was an opportunity to get some exercise and fresh air, and was a welcome change in the daily routine. The close attachment to the Catholic Church had positive consequences for the hard-working and deeply religious embroiderers. They did not work on Sundays or on any of the numerous religious holidays. Instead, they were able to rest and recuperate. New York, Vienna, London, Berlin, Paris. The elegant hand-embroidered articles from Appenzell were exported worldwide. Only about a quarter of these luxury articles remained in Switzerland. The finest embroidered handkerchiefs commanded prices between 50 and 500 Swiss francs. So they were sent out in envelopes to avoid the high import duties. Was the demand for them due to an appreciation of beautiful things, to vanity, or to a fondness for ostentation on the part of the nobility? Whatever the case, their popularity was a blessing for Appenzell's hand embroidery industry. The ornate embroidered articles made in the simple front rooms of countless Appenzell farmsteads were worn by the upper class and decorated the tables of crowned heads. Lucerne, Interlaken, and St. Moritz. Famous health resorts with magnificent luxury hotels. Here, under the eyes of the well-to-do, the women of Appenzell would demonstrate their ability. Dressed in their tracht, the traditional costume of Innerrhoden, they sat at their embroidery frames in the most exclusive shops of Zurich, Berlin, and Amsterdam, and showed off their extraordinary needlework skills. Government-subsidized hand-embroidery courses
had been offered in Appenzell since 1889, with the aim of encouraging the rising generation of embroiderers. Only work of the very highest quality made it possible for Appenzell hand embroidery to prevail against cheaper and inferior products from neighboring countries and China. In the 30 years, it's still in Kaiser. Frauen und Zauern halt ins Land. Da sind aber Zauern, wenn man schwenken beim Züchten, hat es Geld gegeben, ist es gut gegangen. Und die Frauen, die wacker gewächert haben, hat es auch Geld gegeben. Darum hat es geheißen, Frauen und Zauern halt ins Land. Wienerode. Das war ja auch wahr gewesen. Man hat ja sonst nichts gehabt. Man hat keine anderen Möglichkeiten gehabt. Hat niemand etwas anderes gewusst. Wirklich nicht. Fashionable luxury products are vulnerable to economic crises, overemployment, alternated with shortage of work due to falling sales. The embroiderers were directly affected by these cyclic changes. Declining prices brought hardship to many farming and embroidering families. The better off among them were able to use the shortage of work to do some embroidery for themselves. Nachher hat man noch für Tracht auch angefangen, als man die Trachten gemacht hat. Aber das war ein Luxus, wenn man es für sich selbst gemacht hat. Dann hat man so eine Art Vermögen, wie man einen Kragen machen selber für ihn. Dann war man besser gestellt für ihn. A scene from a film with a regional background, made in the 1940s. The cheerful embroiderers could not obscure the fact that elegant Appenzell hand embroidery had long since passed its heyday. Embroidery was going out of fashion, and exports were falling from year to year. Only a few embroiderers remained loyal to their craft. Frau Manser is one of them. Although over 80, she still embroiders for up to 3 hours daily. But she finds it difficult to understand the reasons behind the sad decline of this noble art. Ja, weil es einfach, ich nehme auch wegen dem Krieg und wegen dem Ausland oder Konkurrenz aus dem Ausland und Maschinenstickerei. Sie bist halt auch nicht, sie bist halt auch eine Konkurrenz, auch heute noch. Und sie geht halt geringer und sie ist halt alles billiger. Die müssen nicht so viel stand, wenn man so ein Zeug wächen. Ich habe den Hebel aber tun und dann sind sie geht eben geringer, weder so Tag und Nacht. Die Augen rausschauen, wie man dem Freundlich gesagt hat. Today, embroidery is little more than a pastime for a handful of committed women, some of whom are quite young. But we should be thankful that at least part of the great art of embroidery has been preserved. Today's enthusiasts keep memories alive of a time in which more than half of all women and girls in Innerrhoden would work away at their embroidery frames, a time when the name Appenzell was synonymous throughout the world with hand embroidery of unique and exquisite quality. Thank you.
Appenzell Rhodes intérieures. Il y a longtemps déjà, les habitants de cette région durent se rendre à l'évidence. La seule exploitation des pâturages ne suffirait pas à les faire vivre. Avec confiance et ténacité, les Appenzellois ont alors pris en main leur destin. Appenzell vers 1800. À l'époque déjà, la femme appenzelloise est réputée pour la qualité de son travail à domicile. Le filage, revenu accessoire important dans le monde rural, cède peu à peu la place à la broderie, une activité qui exige du doigté et une grande faculté de concentration sur le métier à broder. Après 1820, la broderie au point de chaînette et d'autres techniques anciennes sont reléguées à l'arrière-plan par la broderie fine, plus élaborée. C'est alors seulement que les femmes d'Appenzell peuvent faire valoir leurs qualités particulières. Elles fabriquent des articles de luxe, des broderies uniques, qui bientôt sont exportées jusqu'aux États-Unis par les commerçants de Saint-Gall et des Rhodes extérieures. Mais vers 1850, la broderie industrielle est introduite en Suisse orientale, portant un coup fatal à la broderie fine artisanale. En une seule étape de travail, la lourde machine à broder, surnommée l'ouvrière de fer, peut effectuer le travail de pas moins de 40 brodeuses. Une invention qui permet désormais de répondre à la demande de produits brodés en constante progression dans le monde entier. Les machines à broder à la main et à nacelle sont sans cesse améliorées. Les tissus sont plus fins. La broderie suisse orientale, la dentelle de Saint-Gall, jouit d'une réputation mondiale. Vers 1880, l'industrialisation se poursuit en Suisse orientale. Les fabriques de broderies se multiplient très rapidement. La broderie fine artisanale n'est plus guère pratiquée qu'en Appenzell Rhodes intérieures, où les brodeuses affrontent courageusement la forte concurrence. Marie Manser vit près d'Appenzell. Elle se souvient très bien de l'époque où on brodait dans presque tous les ménages. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle contribuait déjà activement à faire vivre les siens. Wir sind eine Familie gesehen, zum 12. Der Vater und Mutter und 10 Gaufen. 5 Buben und 5 Mädchen. Ich bin die Älteste gesehen. Und auch die erste hat mir so mal helfen weichen. Die Mutter hat mich gelehnt. Sie konnte Lädchen-Tüchli machen. Bessie Josefe hatte eine Fickerei. Dann hat sie mir Tüchli gegeben. Also wir konnten Leinen wechen, Leinen lädeln und ausnähen. Meine Schwester, die hat mir so Leinenblätter sofort, Rösli und Bläckli. Und die andere hat auch noch wieder eine andere Sorte müssen blätten. Wir sind zum Fieten auf dem Stubenbank gesessen. Vers 1920, la moitié de la population féminine d'Appenzell Rhodes intérieures travaille dans la broderie. Dans la presque totalité des ménages, jeunes ou moins jeunes, elle crée du linge richement décoré, des blouses aux broderies délicates ou des mouchoirs ornés avec art. La situation de l'emploi est favorable. Après la Première Guerre mondiale, les salaires se sont améliorés, tandis que le nombre des brodeuses a reculé de 3 500 à 2 000 pendant les années de conflit. Dans une majorité des cas,
la broderie est un revenu d'appoint, dont nombre de familles paysannes ont d'ailleurs grandement besoin. Le foyer sert à la fois de pièce de séjour et de travail. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont tout naturellement initiés à l'art de la broderie par leur mère. Car selon la volonté des parents, les enfants doivent apprendre très tôt à quel point il est dur de gagner sa vie. À peine rentrées de l'école, les filles s'installent devant leur métier à broder, un travail pour lequel les enfants doivent faire preuve de concentration, d'endurance et d'habileté. Les femmes brodent presque sans interruption. Les travaux ménagers et de cuisine sont donc souvent négligés. Dans bien des familles, l'alimentation est peu variée et insuffisante, car une brodeuse doit ménager ses mains le plus possible. La préparation des repas, la lessive et le jardinage rendent les mains rugueuses et donc inaptes aux fins travaux à l'aiguille. En conséquence, les tâches ménagères sont souvent confiées aux filles les moins douées pour la broderie. Le travail à domicile permet aux familles d'acquérir une certaine autonomie. La brodeuse est fière de son activité indépendante qui lui laisse la liberté de s'organiser comme elle l'entend. Des produits de luxe, d'exquises œuvres d'art, brodées avec un grand savoir-faire et un profond dévouement, voient le jour dans les foyers simples des Rhodes intérieures. Créateur de nouveaux motifs, le dessinateur est un partenaire important pour le fabricant. Ils collaborent étroitement pour tenter de répondre aux subtiles tendances de la mode. Le sens de la nouveauté et le talent artistique sont primordiaux pour optimiser les ventes des produits brodés. Une fois dessiné, le motif est percé à espace d'à peine un millimètre à l'aide d'une poinçonneuse pour servir de patron. Les esquisses confirment l'attachement des Appenzellois à leur tradition. La liberté artistique des motifs est plutôt limitée jusqu'en 1914, où, sous l'influence du peintre Hans Caspar Ulrich, on commence à représenter des personnages de profil avec davantage d'expression. Le patron est recouvert de poudre de carbone, qui se dépose sur les tissus à travers les perforations. La poudre est ensuite fixée sur le tissu fin, qui peut alors être confié à la brodeuse. Un métier à broder, des aiguilles, des ciseaux et du fil sont les rares ustensiles requis pour ce travail artisanal. Les différents points de broderie, en revanche, dont les noms très parlants sont fortement ancrés dans le dialecte appenzellois, sont d'autant plus nombreux. Le platet, ou point plat, est la technique la plus fréquemment utilisée pour reproduire des fleurs et des feuilles.
Cet exemple montre quel effet de relief peut être créé, même avec un fil d'une extrême finesse. Pour la broderie ajourée, certains fils, comme ici un fil sur trois dans le sens de la chaîne et de la trame, sont extraits du tissu. Le heule permet de réunir plusieurs fils. La brodeuse peut ensuite élaborer de nouveaux motifs dans les tamis ainsi créés. La technique dite Spätzle consiste à découper des parties de tissu puis à combler les espaces avec un fil très fin. Il en résulte des Spätzmögli dans toutes les variantes possibles et imaginables. Le Pelzen est un type de point permettant de représenter des personnages ou des motifs entiers. En 1850, on recensait entre 70 et 90 types de points différents que l'on variait ou combinait avec une précision incroyable. Aujourd'hui, malheureusement, les brodeuses ne maîtrisent plus bon nombre d'entre eux. Par ailleurs, il devient de plus en plus difficile de se procurer du fil approprié et des aiguilles ayant la finesse requise. Il est dans l'intérêt de l'entrepreneur que chaque brodeuse se spécialise dans un seul type de point. Ainsi, les tissus passent de main en main jusqu'à leur finition. Chaque brodeuse est une spécialiste rémunérée en fonction du degré de difficulté de son travail. En 1920, elle touche un salaire horaire de 30 centimes pour le simple Leiterlen, alors qu'elle peut gagner jusqu'à 1,50 francs pour des motifs plus complexes. Meine Mutter hat Tag und Nacht gewächert, fast noch belichtet, manchmal bis um 10, 11, weil man es eben gebraucht hat. Und wir auch, wir haben manchmal auch belichtet. Und die Kleinen haben, die Therese und Josie, die sie eben haben, vielleicht zu den kleineren Buben müssen schauen. Zu die sie eben, wenn man nimmt, musste man shoppen gehen oder Milch und Bröckli gehen. Dann hat sie eben auch sonst nicht, die Mutter hat können merken, die Mutter hat fast nichts der Wille gehabt, sonst nichts zu tun. Sie hat einfach müssen gewächert sein. Pour les femmes célibataires ou veuves, la broderie constitue le revenu principal. Pour les familles de paysans, c'est une source de revenus supplémentaires aussi importante que nécessaire. Beaucoup d'exploitations rurales n'ont que 2 à 3 hectares de terre, trop peu pour subvenir aux besoins d'une famille. Les conditions météorologiques, souvent rudes dans ces régions des Préalpes, n'autorisent que l'exploitation des pâturages et l'élevage de bétail. Le travail au champ et à l'écurie est une affaire d'hommes. Il arrive cependant que les femmes viennent leur prêter main forte pour la récolte des foins. Mais la fourche et la fine aiguille à broder ne font pas bon ménage. Les mains des brodeuses doivent rester propres et agiles pour effectuer leur travail délicat. Les filles penchées sur leur métier à broder ne sont pas les seules à travailler. Très tôt déjà, les garçons doivent eux aussi s'acquitter de leurs tâches à la ferme. On brode souvent jusque tard dans la nuit. Placée derrière une boule de verre remplie d'eau, la lampe projette un étroit faisceau lumineux sur le métier à broder. Déjà éprouvés par les longs travaux de la journée, les yeux de la brodeuse sont fatigués et irrités. Mais la besogne n'est pas terminée, le revenu encore trop faible.
Le travail des enfants est chose courante dans les rôdes intérieures des années 20. Anémie, tuberculose et troubles de la croissance, dus au manque d'exercice et aux carences alimentaires, sont largement répandus. En plus des heures passées sur les bancs d'école, 86% des fillettes consacrent entre 3 et 7 heures par jour à la broderie. Pendant les vacances, elles effectuent jusqu'à 12 heures de dur labeur, dans une position inconfortable et malsaine. Le café est un stimulant permettant de chasser la fatigue et de retrouver la concentration requise. La peur de temps moins propice où le travail viendrait à manquer paralyse bien des familles. Tant qu'il y a de la marchandise, elles se doivent de broder. Les ouvrières à domicile dépendent du commissionnaire qui leur fournit les matières premières et règle en espèces les pièces qu'elles lui vendent. Le défaut le plus infime justifie déjà une déduction de salaire. Les brodeuses n'ont jamais réussi à s'organiser pour imposer ensemble leurs revendications de salaire. Bien au contraire, la concurrence entre elles et la maigre rémunération du travail des enfants ont toujours maintenu le salaire de ce travail exigeant à un niveau relativement modeste. Wir haben zum Beispiel gar nie gewusst, woher das kommt. Da hat man nicht gewusst. Da hat vielleicht der Fabrikant gewusst. Der hat Beziehungen kam im Ausland, weiß ich, bis woher, bis aus Amerika oder noch weiter. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht gewusst. Aber man hat gleich Freude, wenn man Leben hat. Wenn man auch nicht viel verdient hat. Nichts ist nicht viel gesehen. Hier auch. Parfois, il faut apporter les pièces terminées au commissionnaire. Pour une brodeuse habitant dans une ferme isolée, c'est l'occasion de se dégourdir, de prendre un bol d'air et surtout de se changer les idées. Leur foi profonde et les liens étroits avec l'Église catholique ont une influence favorable sur la santé des brodeuses à domicile. Les dimanches et les nombreux jours de fête, elles étaient forcées de se reposer. New York, Vienne, Londres, Berlin, Paris. Les délicates broderies d'Appenzell sont exportées dans le monde entier. Seul un quart de cette production de luxe demeure en Suisse. Le prix des mouchoirs les plus fins varie entre 50 et 500 francs. Ils sont expédiés à destination dans des enveloppes afin d'éviter les lourdes taxes à l'importation. Pour le seul plaisir de la beauté, pour satisfaire la coquetterie ou le goût du faste de la classe noble, quoi qu'il en soit, leur succès est une véritable bénédiction pour l'industrie de la broderie appenzelloise. Les chefs-d'œuvre créés dans les simples fermes du pays d'Appenzell sont désormais portés par la bourgeoisie ou viennent décorer les tables royales. Lucerne, Interlaken ou Saint-Moritz, autant de lieux de villégiature célèbres aux hôtels de luxe resplendissants. Sous les yeux de la bonne société, les Appenzelloises viennent y faire la démonstration de leur immense savoir-faire. Vêtues du costume traditionnel des rôdes intérieures, elles s'installent dans les meilleures boutiques de Zurich, de Berlin ou d'Amsterdam pour montrer avec quelle habileté elles manient l'aiguille sur le métier à broder.
Depuis 1889, Appenzell propose des cours de broderie spécialisés subventionnés par la Confédération, dont le but de promouvoir la relève. Car seule sa qualité irréprochable permet à la broderie appenzelloise de se distinguer des productions certes moins chères, mais de moindre qualité des pays voisins ou de Chine. In den 30er Jahren hat es ja den Käs Frauen und Zauber nach Haut ins Land. Da sind aber Zauber, wenn man schwenken beim Züchten, hat es Geld gegeben, ist es gut gegangen. Und die Frauen, die wacker gewächert haben, hat es auch Geld gegeben. Darum hat es Käs Frauen und Zauber nach Haut ins Land. Wienerode. Das war ja auch wahr gewesen. Man hat ja sonst nichts gehabt. Man hat keine anderen Möglichkeiten gehabt. Hat niemand etwas anderes gewusst. Wirklich nicht. Les produits de luxe sont vulnérables aux modes et aux crises. Le suremploi cède la place au manque de travail en raison de la chute des ventes qui n'épargne pas les brodeuses. La baisse des prix précipite plus d'une famille dans le besoin. Seuls les mieux lotis sont en mesure de compenser la pénurie de travail en brodant pour elles-mêmes. Nachher hat man noch für Trachtau angefangen, als man die Trachtenkräge gemacht hat. Aber das war ein Luxus, wenn man es für sich selbst gemacht hat. Dann hat man so eine Art Vermögen, wie man einen Kräge machen konnte, selber für ihn. Dann war man besser gestellt für ihn. Scène tirée d'un film bucolique tourné dans les années 40. La bonne humeur des brodeuses ne suffit pas à faire oublier que les heures de gloire de la broderie fine d'Appenzell appartiennent au passé depuis longtemps. Les broderies ne sont plus à la mode. Les exportations diminuent d'année en année. Seules quelques rares brodeuses sont restées fidèles à leur métier. Madame Manser est l'une d'entre elles. À plus de 80 ans, elle brode encore jusqu'à 3 heures par jour. Elle comprend mal les raisons du triste déclin d'un art si noble. Ich nehme an, wegen dem Krieg und wegen dem Ausland oder Konkurrenz aus dem Ausland und Maschinenstickerei. Sie bist halt auch nicht, sie bist halt auch eine Konkurrenz, auch heute noch. Und sie geht halt geringer und sie bist halt alles billiger. Die müssen nicht so viel stand, wenn man so ein Zeug wächen. Ich habe den Hebel aber tun und dann sind. Es geht eben ringer, weder so Tag und Nacht. Die Augen raus schauen, wie man im Frühling gesagt hat. Aujourd'hui, la broderie n'est plus qu'une activité de loisir pour certaines femmes engagées, dont quelques-unes sont encore jeunes. Pourtant, grâce à elles, une partie au moins de ce noble métier a été préservée. Par leur savoir-faire, elles maintiennent en vie le souvenir d'une époque où plus de la moitié des femmes et des filles des Rhodes intérieures travaillaient sur leur métier à broder. L'époque où le nom d'Appenzell était garant d'une broderie exquise et de qualité unique dans le monde.